Tschernobyl, willkommen zu einem neuen Dokkan-Battle-Video. Ich hoffe nicht allzu framearm, weil das sieht mir gerade echt so aus, aber ich glaube, das ist nur in diesem Menü so. Heute klären wir das Super Saiyan 3 Angel Goku Event erneut mit einem Super Saiyan 3 Angel Goku Team quasi, ja. Mit einem Gotenks-Leader und halt einem Goku-Leader, weil darum. Das Team ist jetzt mal so provisorisch aufgebaut. Ich glaube, damit könnte ich ziemlich viel Spaß haben. Ich hoffe es jedenfalls. Und zwar sieht das Ganze so aus. Gotenks natürlich als Leader, weil er der Tech-God-Leader ist. Außerdem ziemlich stark. Dann natürlich einen Super Saiyan 4 Gogeta Max Super Attack Haupt, also so weit wie es geht halt mit dem Dupe-System. Wieso ist der eigentlich so un-HD? Ja. Auch ziemlich starke Karte auf jeden Fall. 120% auch und... Also Konterchance, gefällt mir recht gut. Dann diesen Goku hier, ich will jetzt nicht alle einzeln anklicken, die unwichtigen. Der Goku hier gibt 2 Ki und 20%, wenn 50 oder darüber. Das ist ein ziemlich guter Supporter. Naja, der einzig gute Tech-Supporter, den ich gerade so habe. Dann LR Goku Full Dupe. Dann Mr. Satan, SA10 und Vegeta nochmal als Supporter. Und einen SA1 Angel Goku Freund mit 1300 auf alles. Ja, ich habe keinen Plan, ob dieses Team funktionieren wird. Ich hoffe es ehrlich gesagt einfach, weil es wäre ziemlich cool, oder nicht? Doch, es wäre schon ziemlich cool, glaube ich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ziemlich cool wäre. Und natürlich kriegt der Supporter das Key, weil wer braucht denn bitte Key more als eine... More. Wer braucht denn bitte mehr Key als eine Karte... Alter. Wer braucht denn bitte mehr Key als eine Karte, die kein Damage austeilen soll? Mr. Satan gibt sich selbst Key, das ist auch unnötig. Bitte an LR Goku. Das ist auch okay, würde ich sagen. Keine 1. Oh Gott sei Dank, ich wollte keinen Schaden nehmen, um Gottes Willen. Ich bin gespannt, ob ich mit diesem Team etwas reißen kann gegen den Angel Goku. Er ist immerhin eine fucking stronge Karte. Aber ich habe ihn ja auch in meinem Team. So, erster Turn. Haben wir direkt eine schöne Rotation. Ich werde euch zwei nämlich gelinkt lassen, weil das hier sehr gut aussieht, meiner Meinung nach. Ich möchte dieses eine Rainbow Key da oben tatsächlich geben, einfach nur, weil du einen guten Attack Boost dadurch bekommst. Und Satan kommt ja eh zu seiner Ulti, aber leider da nicht zu seiner Ultra Super. Nice und nice. Es laggt nicht allzu sehr gut. Ich renne nämlich im Hintergrund. Aber, ja doch, das geht klar. Schade, dass er nicht geultet hat. Ich hätte ziemlich gerne seine Ulti gekontert. Aber ich glaube, ja, okay, eine normale Attacke reicht da auch schon fast aus. Dann kommt der leider Super Saiyan 3 Angel Goku mit auch fucking 400.000 auf Super Tech Level 1. Alter Schwede, ist das geil. Und er crittet sogar, obwohl er nur Level 5 Crit hat. Respekt. Und da wir hier keinen INT-Gegner haben, werde ich keine Sekunde einer Schwäche gegenüberstehen. Ja, Doppelsupporter mit Goku in der Runde. Das ist ziemlich gut. Vor allem, da ich jetzt... Ah, ich würde eigentlich diese Techs da hinten gerne haben, aber gut. Da ich jetzt das hier machen kann und zu Ultra Super komme, das ist sehr gut. Ah ja, da bin ich jetzt gespannt. Wie viel Schaden macht eine Ultra Super von LR Goku? Ich kassiere schon mal gar nichts. Und teile 1.226.000 Schaden aus. Alter Schwede. Und critte und kill ihn einfach fast damit. Heilige Scheiße war das Damage, meine Damen und Herren. Heilige Scheiße. Da sieht der Rest dagegen richtig, richtig arm aus, leider. Aber er hat auch doppelt so... Bin mir jetzt verarschen, oder? Aber er hat auch Doppelsupport an der Runde. Trotzdem, heilige Scheiße, war das geil. Ich werde leider Gotenks Off-Rotation stellen. Einfach nur, weil die beiden hier viel, viel nützlicher sind vom Damage her. Und ja, sonst hat Gotenks nichts außer Damage. Tut mir leid, Dude. Bitte nicht, obwohl doch schon ulten, aber lass mich kontern. Ja, oder gar nicht. Wieso hat er auf einmal 15.000 gemacht? Ich dachte, Gogeta kann sich gut tanken. Ach nee, warte, seine Pässe wirkt sich ja nur auf Extreme-Charaktere aus mit diesem Reduzieren. Ziemliche Scheiße, wenn ihr mich fragt, aber na gut. 600.000 Schaden können wir auch mal für so einen Fitze raushauen. Warum denn auch nicht? Und wir sind bei der physischen Form. Perfekt. Satans Passive ist nicht aktiv. Ist aber gar nicht so schlimm. Mach mal das. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist genau dasselbe. Heißt, wir machen das. Und geben Satan das hier. Ja, schade. Keine Ultra Super von Goku und auch nur ein Supporter in der Runde. Aber er dürfte trotzdem auf solide 6 bis 700.000 kommen, sage ich mal. Obwohl, sagen wir 600.000. Komm. 775.000. Ich habe ihn unterschätzt. Tatsächlich.
kein Critical und keine Additional, das sehe ich selten bei meinem LR Goku. Hm, deprimierend ein bisschen. Und auch Satan kommt, ohne seine Passive überhaupt aktiv zu haben, auf schlappe 200.000 Schaden. Ja, stabile Karte. Leider nicht gestunt, schade. Hätten wir jetzt echt gebrauchen können, da ich keinen Zieler in diesem Team habe. So, wir nehmen die hier mit. Nehmen das da mit. Und werden uns jetzt einmal voll heilen, einfach sicherheitshalber, weil ich nicht sicher sein kann, dass er mich nicht ultet und die dann auch, die könnte halt durchgehen. Und dann bin ich ziemlich am Arsch. Aber wir haben wieder Support in der Runde, das heißt, jetzt werde ich austeilen, Moment. Moment. Perfekt, über 1 Million, sehr geile Aktion. Props gehen raus an meinem Baseform Vegito Tech mit einem Duplings oben. Und wunderschöner Schaden. Oh nein. Als ob er die nicht kontert. Ich habe die letzten Male einfach, die letzten 2, 3 Ultis, die ich abbekommen habe, hat er einfach nicht mehr gekontert. Das regt mich so unfassbar auf. Ultra scheiße. Ich meine, sonst macht die nicht viel besonders. Da soll er wenigstens das tun, was er soll. Kontern. Das war ziemlich kacke von ihm. Das war ziemlich... Oh, da crittet Vegito. Und er additional sogar. Er zeigt mehr vom Dupe-System und von Fähigkeitstechniken her als Super Saiyan Gogeta und LR Goku zusammen. Props an ihn. So, aber LR Goku darf das Ganze jetzt beenden. Oh, das dürfte auch ein kleines Stückchen Heilung geben. Sehr geil. Aber Gotenks wird einfach immer wieder Off-Rotation gestellt. Das wollte ich nicht nehmen. Egal. Der Arme. Da gehen wir hier. Er hat es nicht verdient tatsächlich, aber... Goku linkt sich halt besser mit dem Dude hier. Vor allem auch der Keyboost ist wichtig. 1 Million! Holy moly. Ich liebe diesen Damage. Und wieder crittet er nicht, aber egal, es reicht natürlich aus. Und wir stehen unserem schlimmsten Erzfeind, dem Engel, gegenüber. Hier wird's jetzt tricky. Als ob einfach keine Passive-ETC funktioniert. Auch Satans ist schon wieder einmal nicht angegangen. Ich drehe komplett durch noch. Jetzt muss ich die alle verbrauchen, weil ich keine 2 Ki hier unten zusammenkriege. Alter Schwede, das wird ja immer besser. Muss ich die verbrauchen, damit er zur Ulti kommt? Das ist doch scheiße. Das wäre so schön für LR Goku gewesen. Eieiei, du machst mehr Schaden, als ich dachte. Das ist ziemlich schlecht. Könnte unter anderem heißen, dass wir diese Runde sterben. Weil ich ihn eindeutig unterschätzt habe. Wäre cool, wenn er eine Ulti macht und ich die kontern würde. Ah, Gott sei Dank reduziere ich Damage. Attack irgendwie, ich weiß nicht wie viel. Aber es setzt mir gerade leicht den Arsch. Bei den ganzen Hits, die ich hier take. Alter Schwede. Und da kommt Goku und gibt Goku, was Goku verdient. Go Team Goku! Gott, hätte ich diese Karte gern. Gott, bin ich salzig deswegen. Gibt's gar nicht. Ich hab lange nicht mehr so ein schlimmes Gefühl nach einem Summon gehabt, tatsächlich. Ist schon irgendwie schmerzhaft. Ist er gestunt zufällig? Nein, schade. Machen wir das. Machen wir... Oh, das wollte ich nicht. Schade. Ich bin mir sicher, er wird diese Runde ulten. Die Frage ist, wo? Ich werde einfach Ikarus einsetzen, vorsichtshalber. Und auf das Beste hoffen. Ja, so kann man es machen. 13.000 dank Ikarus. Und vielleicht ein Stun. Ein Stun, wie es aussieht, meine Damen und Herren. Das ist sehr gut. Jetzt tritt ich hier gleich ganz in meinen Mülleimer rum. Ich kratze schon an dem rum ganz Zeit. Sehr gut. Wir haben ihn gestunt. Und wir haben hier wieder einen schönen Turn. Ich glaube, Gotenks sehen wir zum ersten Mal ulten. Das ist nicht so schön. Will ihn nicht Off-Rotation stellen, ist das Ding. Ich werde es aber tun müssen. Wenn ich ihn zur Ulti bekommen möchte, so wie ich es möchte. Obwohl, warte. Ich kann es auch so machen, dann entbehre ich ihm. Dann verweigere ich ihm halt aber seinen Super Saiyan 3 Link. Das ist jetzt aber nicht allzu kritisch, würde ich sagen. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Wenn ich mir denke, was die für einen schönen Damage jetzt raushauen sollten. 400.000 von Gokus Seite, vielleicht sogar mit einem Crit. Ja? Nein, aber Gogeta vielleicht mit einem Crit?
Ja. Auch nicht. Ja, Gotenks muss ich gar nicht erst fragen. Der hat keine Duke System Einwirkungen. Leider. Und er ist stunned? Wieso? Wer hat ihn gestunned? Angel Goku hat eine Chance zu stunnen. Das habe ich komplett vergessen. Das ist jetzt ziemlich geil. Muss ich sagen. Ja, das ist schön. Das ist echt schön. Das ist... Das kann wie gelegen. Muss man einfach so sagen. Top. Top, top, top. Jetzt kriegen wir hier noch eine Doppel-Ultra-Super zu sehen. Und... Ey, das wird... Oh, ich hoffe, Satan tötet ihn nicht. Ich würde gerne einen LR Goku-Abschluss sehen. Aber tatsächlich könnte einfach Mr. Satan schon ausreichen. Das wäre jetzt echt peinlich, oder? Wenn Super Saiyan 3 Goku durch... Nein, es hat nicht. Okay. Das wäre echt peinlich gewesen irgendwie. So ein Super Saiyan 3 Angel Goku durch Mr. Satan und Buu einfach. Durch Buu vielleicht schon, aber nicht durch Mr. Satan. Und wir beenden es mit einem Critical Hit mit 941.000 Damage. Ja, das ist Super Saiyan 3 Event nun auch mit einem Monotech Team. Auch wenn es nicht das Beste ist, ist es auf jeden Fall ziemlich gut, würde ich sagen. Und das war's mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel und ciao.